Was geht ab, meine lieben Ladies und Gentlemen? Willkommen zu einem neuen Video bei Modern Gent. Ich hoffe, dir geht's gut, dass du kerngesund bist. Ja, neues Video, neues Thema. Heute geht's hauptsächlich mal um Schuhe, aber vor allem um die Loafers. Ich habe meine Zeit so gut wie möglich investiert und für dich 10 wunderschöne Schuhe, wunderschöne Loafers rausgesucht, die man erstens blind kaufen kann, die zweitens preislich einfach unschleifbar sind und drittens, die einfach wunderschön aussehen. Denn jetzt ist halt wieder so die Saison für Loafers, das Wetter wird immer wärmer. Wir hatten gestern zum Beispiel fast die 30 Grad hier in Wien und das ist halt so eine Saison, jetzt kommen die Loafers wieder ins Spiel und da sollten natürlich ein bis zwei Paar in deiner Garderobe sein und viele kennen halt die Seiten nicht, die ich persönlich so kenne etc. Und da habe ich wirklich sehr, sehr gute Schuhe rausgesucht und deshalb werden wir heute im Internet ein bisschen browsen, damit ihr das Ganze dann hier sehen könnt. Ich werde natürlich Inspirationen etc. einblenden, wieso man diese Schuhe kaufen sollte und eben werdet ihr das Ganze hier sehen. Die Links gibt es natürlich in der Bio, könnt ihr sehr gerne abchecken. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten direkt los. Wie du sehen kannst, wir fangen mal mit etwas Farbigem an. Hier haben wir die Farbe Beige und Beige ist halt so eine Farbe, die ist seit Jahren wirklich sehr im Trend. Zweitens, man sieht ja auch mehr so auf der Straße, die Leute tragen mehr und mehr die Farbe Beige und für mich persönlich ist es einfach so eine wunderschöne, frische Farbe, die vor allem so den Sommer repräsentiert. Und hier siehst du zum Beispiel eine Inspiration, wie man so einen Schuh am besten kombinieren könnte. Und ja, preislich, da haben wir mal die 64 Euro. Ich denke mal, das ist ein sehr, sehr, sehr vernünftiger Preis. Das kann man auf jeden Fall für so einen Schuh zahlen. Hier hat man auch die schwarze Version. Mir persönlich gefällt die schwarze Version nicht, weil wenn ich schon so einen schwarzen Halbschuh-Loafer trage, dann sollte er unten die Sohle hier auch komplett schwarz sein, also so in All Black. Deshalb fühle ich das überhaupt nicht, da gehen wir rüber zu Beige. Das passt auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir den nächsten Schuh, hier geht es mal so um diesen Barbie-Style. Von Croc Lemming Office, hier haben wir die Slipper und das Schöne an diesem Schuh ist halt dieser Croc-Muster, wie du hier sehen kannst. Dieser Croc-Muster, das sieht halt wirklich sehr cool aus, ist aktuell auch wirklich sehr in. Und mit diesem Gold hier, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, sieht das wirklich sehr, sehr fresh aus. Die Farbe ist so ein dunkelbraun, ich würde mal sagen so ein Kastanien-dunkelbraun. Preislich sind wir auch hier bei 70 Euro, geht auf jeden Fall. Leder und wie gesagt, sehen auf jeden Fall unglaublich fresh aus. Und lieber habe ich einen Schuh, das dunkelbraun ist. Das ist einfach leichter mit anderen Farben zu kombinieren als hellbraun. Deshalb haben wir diese Farbe hier, diesen Schuh. Wenn man so braune Schuhe kauft, würde ich definitiv auf dunkelbraun setzen. Das geht erstens sehr leicht mit Schwarz, mit Grau, mit Blau, mit anderen Farben. Und deshalb nehmen wir diesen Schuh definitiv in die Liste rein. Sehr schöner Schuh, wie gesagt, Link in Bio könnt ihr sehr, sehr gerne abchecken. Feiere ich auf jeden Fall sehr. Muster ist wirklich wunderschön. Ja, dann haben wir von ASOS diesen Standard schwarzen Loafer, würde ich mal sagen. Ja, dazu kann man halt nicht viel sagen, preislich 62 Euro ist auch okay, ist auch okay. Ich erkenne halt sofort, der Schuh ist wirklich sehr dünn vom Schnitt. Das bedeutet, solche Schuhe am besten nicht mit Hosen kombinieren, die sehr breit vom Schnitt sind. Das könnte blöd aussehen, ja generell sage ich immer, wenn man Schuhe anzieht, die breit sind, sollten die Hosen auch breit sein. Wenn man Schuhe anzieht, die wirklich sehr schmal sind vom Schnitt, da sollte man Hosen anziehen, die unten enger anlaufen. Und das ist definitiv so ein Schuh, den man eher mit Hosen kombinieren sollte, die unten enger anlaufen. Das sieht dann auf jeden Fall besser aus. Aber ja, Standard schwarz, die Farbe schwarz, die sowieso ein Must-Have, da muss man wenig dazu sagen. Aber ja, siehst du diesen Bommel hier, wenn Schuhe so einen Bommel haben, dann nennt man diese Loafers Tassel Loafers. Ja, es gibt wirklich sehr viele Loafers, die haben unterschiedliche Namen, die sehen auch unterschiedlich aus. Dieser Schuh heißt Tassel Loafer und ja, kann man auf jeden Fall kaufen, sieht sicherlich sehr, sehr schick aus. In so einem All-Black-Outfit, Navy-Blue-Hosen, weißes Hemd etc. So kann man wirklich elegante, schlichte Outfits damit kombinieren. 62 Euro, vollkommen okay, nehmen wir in die Liste. Ja, könnt ihr sehr gerne abchecken. Der nächste Schuh, hier kommen wir zu Mariano Di Vaio, definitiv meine Inspiration für das Ganze hier, was ich so mache. Hier haben wir mal die Know-How cremefarbigen Leder Slip-On Schuhe und da ist halt die Sache, solche Schuhe nennt man Belgian Loafers, also belgische Loafers und da ist halt die Sache, solche Schuhe sind wirklich teuer in der Produktion. Die kosten wirklich Geld, wenn sie aus gutem Material sind und deshalb haben wir hier zum Beispiel von Mariano Di Vaio diese Loafers in Beige, hellbeige. Definitiv ein Schuh für Sommer, definitiv für Menschen, die gerne anders aussehen möchten. Ja, das ist nicht so ein Standardschuh, den sieht man zu 1 Million% sehr, sehr selten auf der Straße. Deshalb hat er halt zu seinem Preis 155 Euro. Kann man investieren, wenn man die Marke feiert, wenn man Mariano Di Vaio feiert, wenn man solche Schuhe feiert. Aber ja, wenn man die anhat, man wird auf jeden Fall
ganz, ganz anders wahrgenommen auch. Habe ich persönlich so das Gefühl, wenn ich solche Schuhe auf der Straße anziehe, dann schaut man gerne mal hin. Und deshalb feiere ich die persönlich sehr. Vom Design her gefallen die mir sowieso erstens elegant, zweitens sportlich. Das heißt, solche Schuhe kann man sehr schön mit so elegant sportlichen Outfits kombinieren. Für mich persönlich geht das zum Beispiel sehr gut mit Leinenhemden, Leinenhosen etc. Da ziehe ich sehr gerne solche Schuhe an. Aber ja, ansonsten, wer möchte, kann auch in solche Schuhe investieren. Ein paar kann man auf jeden Fall zu Hause haben, schadet nicht. Aber ja, Mariano Di Vaio, eine sehr große Inspiration. Und wer möchte, auch diesen Schuh kann man sehr gerne abchecken. Als nächstes haben wir die Schuhe von Joop. Und da geht es wirklich darum, das ist so für die Leute, die gerne ein bisschen zeigen möchten, dass sie auch Markendesigner, Marken tragen. Daran ist auch nichts Verwerfliches. Wer das möchte, auf jeden Fall die Schuhe von Joop abchecken. Perokletos, sehr elegant, wirklich sehr, sehr elegante Schuhe. Das sind die Penny Loafers, das sind eben die Loafers ohne Bommel zum Beispiel, die nennt man dann Penny Loafers. Geht auch in die dunklere Farbe, wie du sehen kannst, kann man sehr schön, sehr elegant kombinieren. Und preislich, statt 140 Euro zahlt man 100 Euro. Ich denke mal, für so einen Designer-Schuh ist es ein vollkommen korrekter Preis. Ich check mal, ob es die Größen noch gibt. Ja, Größen aktuell sind auch alle vorhanden, die kann man sehr gerne abchecken. In Schwarz haben die es auch. Kann sein, dass in Schwarz ausverkauft ist. Okay, ein bisschen ist er noch vorhanden in Schwarz auch. Aber ich feiere generell so die Farbe in Cognac. Das ist eben für die Leute, die so gerne auf Designermarken stehen. Vom Design sehen die natürlich sehr, sehr edel aus. Und deshalb kommt die natürlich auch in die Liste rein. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Schuhe vom Joop. Als nächstes, jetzt gehen wir mehr mal so in Sommerstyle etc. Da haben wir die Marke Martin Walker. Ich habe schon früher mit denen kooperiert. Die haben mir früher ein paar Schuhe gesendet. Hier haben wir zum Beispiel diesen Peanut Suede Loafer. Das ist wirklich ein typischer Sommerschuh. Wenn man diesen Schuh sieht, ich habe sofort Sommer und Strand im Kopf. Deshalb ist es so ein Must-Have für mich. Aktuell sind die im Sale, minus 30%, 91 Euro. Wie du sehen kannst, die haben sehr viele verschiedene Farben. Das ist wirklich so eine edle Marke für Modern Gents. Wunderschöne Schuhe, ich feiere die unglaublich sehr. Der erste Schuh, hier haben wir das in so einem Peanut Braun. Kann man sehr gerne abchecken hier. In einem Wildleder-Look, wie gesagt, wunderschön. Die sehen halt wirklich sehr schön mit Slim-Fit-Hosen, mit Skinny-Fit-Hosen, vor allem so mit Leinen-Hosen aus, wie du sehen kannst hier zum Beispiel. So, ich zeige mal meinen Schuh hier in Beige, wie du sehen kannst, von Martin Walker. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wunderschöner Schuh, für mich persönlich ein typisches, ja, Sommer-Feeling. Und als nächstes von derselben Marke, sieht ein bisschen anders aus, aber auch wunderschön, haben wir diesen Desert Fabric Loafer. Und wie du sehen kannst, vom Style einzigartig. Einzigartig, edel und definitiv sommerlich. Und wenn du auf diesen Look stehst, dann musst du auf jeden Fall diesen Schuh hier kaufen. Wenn du auf andere Farben stehst, überhaupt kein Problem. Hier haben wir zum Beispiel dunkelblau, grau, dunkelgrau, hellblau. Und preislich aktuell minus 40%, 66 Euro habe ich gesehen. Wow. Die Größen sind alle auch noch aktuell und auf jeden Fall abchecken, wirklich ein sehr, sehr schöner Schuh. Ich habe, wie gesagt, selber Schuhe zu Hause und deshalb kann ich es nur bestätigen. Auf jeden Fall abchecken, sehr, sehr coole Marke. Und jetzt kommen wir zu einer Brand aus Italien und da werdet ihr auf jeden Fall Augen machen, das schwöre ich euch. Und hier haben wir diesen Penny Pelle Blue, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht, aber so ein wunderschöner Schuh. Und aktuell sind die im Sale, ein unglaublich heftiger Sale, sogar von 80 Euro runter auf 42. Für mich persönlich ist es so ein Royal Blue. Hier haben wir den ersten Schuh, unglaublich schön, 43 Euro. Alle Größen sind noch vorhanden und ja, wie gesagt, typisch Herbst-Sommerschuh. Wie ihr sehen könnt, die haben aktuell einen unglaublichen Sale und hier haben wir zum Beispiel den nächsten Schuh. Auch diesen Belgian Loafer, aber hier hat man zum Beispiel diese Monk Straps. Also die kombinierten Schuhe, das ist nicht normal und preislich sind wir hier nur bei 47 Euro anstatt 90 Euro. Das sind Made in Italy, haben wirklich eine sehr gute Qualität. Und ja, hier geht es weiter, grau, gelb, grün, hellblau, aber guck dir mal die Designs an. Nur so vom Design. Unglaublich schön, unglaublich schön. Und die Sache ist eben, wenn du zu H&M gehst, wenn du zu Zara gehst, wenn du zu anderen Marken gehst, du wirst halt solche Schuhe nicht finden. Und wenn, dann sind die meistens handgemacht, dann kosten die meistens 300, 400 Euro. Aber Italien ist halt so eine Sache, ich habe das schon in meinen vorigen Videos erwähnt, die leben halt für Fashion. Für denen ist es wirklich so ein normales Ding, dass sie so heftige Designs haben und dass sie auch gar nicht mal so teuer sind. Deshalb siehst du hier so diese Schuhe zum Beispiel und preislich denkst du dir, what? 47 Euro, 43 Euro, aber ja. Und wer sich also so sportlich und zugleich elegant anziehen möchte, auf jeden Fall Los Santos abchecken. Die haben heftige Schuhe, heftige Preise aus Italien. Ich glaube 100 Euro ist gratis Lieferung und ja,
Mehr kann man auf jeden Fall nicht dazu sagen. Das war's auch schon von mir. Ich hoffe, die Schuhe haben dir gefallen. Ich hoffe, die Inspirationen haben dir gefallen. Wenn ja, dann lass doch einen Daumen nach oben, abonnieren, teile es mit deinen Freunden oder lass einen Kommentar da, welche Schuhe dir persönlich am meisten gefallen hat oder ob du dir den Schuh gekauft hast. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Pass sehr gut auf dich auf. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.